Dann einfach. Ja. Zumindest da sind wir uns einig. Leidensichtig zumindest. Mhm. Ja, aber wie gesagt, wenn das jetzt hier gleich erläuft, dann müssen wir es erstmal umbauen. Und vor allem, was wir ja vorhin besprochen hatten, müssten, oder ich, wie auch immer, müssten dann vorne mal alles umbauen wieder. Wir können halt andauernd umbauen. Also ich sehe noch Elektroschnecken von hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehe ich jetzt hier, 9. Müssen wir mal Gelegenheit, müssen wir irgendwie noch mal einmal los und noch mal alle einsammeln. Alle einsammeln, was wie viele Tausend hier noch rumliegen auf der Karte. Ja, müssen wir, dass die Produktion auch dann laufen. Ich bin ja schon da. Guck die ganze Zeit auf mein Handy. Ich folge dir, unauffällig. So, Manfred, Lokomotive Manfred fährt jetzt mal. Wenn er jetzt erstmal leer fährt, ist ja auch egal. Nächster Halt kann nicht erreicht werden, sagt er mir jetzt. Ach Mann. Ne? Bahnhof? Nee. Zeitplan? Nee, ist noch nicht. Nicht erreicht. Zeit kann nicht erreicht werden. Hm? Ist noch was kaputt? Also ich gehe nochmal die Schiene entlang. Aber ich nehme jetzt das Fahrzeug. Läuft ja wieder richtig hier. Ah, ist doof wie die. Das nur warte ich drauf. Kannst du mit dem Zug hinterher kommen, so normal, da kannst du auch zu Fuß kommen, nochmal. So, mal kurz gucken. Da ist das Gleis aber zusammen. Der hat ja echt eine Hupe. Also ich kann alles einstellen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Zug jetzt losschicken muss. Du musst den auf Autopilot aktiviert stellen. Achso. Warte, machen wir mal. Zeitplan, Manfred. Autopilot deaktivieren. Also aktuell ist er an. Okay. Vielleicht braucht er irgendwelche Ware. Warte, ich schmeiß einfach mal. Stimmt, das kann sein, dass er nur mit Waren fährt. Ich mach nur ich hab jetzt einfach mal was reingeschmissen. Gucken wir mal. Manfred. Nächster Halt. Altes? Nee, gar nicht wahr. Das passt doch schon nicht. Wenn du jetzt mal in den Zeitplan guckst, nächster halt neues Gewerbegebiet. Nee, warte mal. Ha. So, aber dann sagt er wieder, nächster Halt kann nicht erreicht werden. Hm. Bei mir steht das jetzt nicht mehr da. Aktiv, wenn ich es aktiviere.
Mein Gott. Also bei mir steht nächster halt. Ja, ja, ja. Ich, warte. Ich habe jetzt Auto. Ist der Autopilot. Warum taucht das denn jetzt die ganze Zeit wieder auf? Es ist ein Krampf. Also was, komm, wir setzen uns einfach mal in den Zug und fahren einfach mal bis hinten. Wie kriege ich denn die Bremse da los? Einfach nur auf W drücken, dann fällt automatisch los. Ne, eben nicht, das ist ja das Problem gerade. Doch, eigentlich schon. Also wenn du W drückst, dann drückst du ja direkt los. Ich drück W, passiert aber nichts. Ja, warte, ich deaktiviere mal den Autopiloten. Ja, mach den mal aus. So. Jetzt. Alter, die Bahn zieht ja richtig Strom. 110 Megawatt. Zucker. Ja, wir müssten vielleicht mal mit der Kettensäge hier eben vorbeikommen. Und die ein oder anderen Bäume wegmachen. Also mit dem Zug fahren, das geht ja 20 mal schneller als mit der Hyperloop. Ey, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, wir haben es kaputt gemacht. Ich bin unschuldig, wie immer. Warte mal. Moment. Das sieht doch geil aus. Und? Ne. Ich kann zwar fahren, oder braucht die Bahn, sage ich mal, so einen Rundkurs? Das kann natürlich auch sein. Willst du mal eben kurz in einem Satisfactory-Video gucken, wo irgendeiner das macht? Weil ich schieb dann jetzt mal den Zug wieder zurück. Dann müssen wir am Ende halt noch so eine Schleife dahin basteln. Das ist hier ja, hinten bei mir ja nicht gerade das Problem, aber bei dir sehe ich da das Problem. Naja, hier wird lustig. So, warte mal. So, YouTube. So, YouTube. Satisfactory. Bahntutorial und so ein Kram. Satisfactory. Schnauze. So. Ah, warte mal, Moment. Warte mal, da habe ich gerade. Moment. Hast du was gesehen? Ich glaube. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Das ist eine Kleinigkeit. Du bist wieder zurück, ne? Ich bin wieder hier, wo ja, der. Der Club steht hier, okay, gut. Nicht, dass es ein Club ist. Moment. Manfred. Bisschen löschen. Halt kann nicht erreicht werden. Weiter gucken. Ich habe schon überlegt, ob das was mit diesen Ausladen und mit den Einladen irgendwie was zu tun hat, wenn du das einstellst.
Ja, also der hat jetzt ein bisschen Kreis gebaut, auf der Teststrecke. Ah, ja, ich hab's. Yo. Okay. Was? Also, warte. Also entweder baust du einen Rundkurs Oder? oder du baust zwei Lokomotiven. Also warte mal, ich zeige dir das mal eben kurz. Du machst das schon, ich guck jetzt einfach nur zu und Ja. staune. Ah, jetzt habe ich das auch. Einer am Ende und einer am Anfang, dass der Ist in beide Richtungen richtig, fahren. ja Ja, herzlichen genau. Glückwunsch. Mach das mal eben. Dann packt da drei Wagen dazwischen und dann baut er einen Zug da einfach. Ja, erstmal zum Testen. Ah, ich brauche noch fünf Signalisatoren, kannst du mir die immer eben bauen. Habe ich welche mit? Habe ich welche mit? Habe ich welche mit? Ah, okay. Nö, habe ich nicht. Ich mache mal einfach her. Ja, super, dann baue ich mal ein paar Anhänger noch dazwischen. Ja, siehst du, Du bist ja. da haben wir es doch. Hat ja auch nur 41 Minuten gedauert. Läuft. Zack, drei Folgen für Nintan. Sondern. Danke. Wie viele brauchst du? Fünf? Ja, fünf. Fünf Signalitoren. Das macht, das ergibt natürlich einen Sinn, ne? Ja, so ein bisschen schon. Ich habe mir das gerade schon gedacht mit dem Vorwärts- und Rückwärtsfahren, dass das irgendwie Probleme macht. Gut, aber bei der Deutschen Bahn klappt das ja auch nicht, also von daher. Eben, also, da sind wir ja nicht die Einzigen. Überleg mal, wenn wir jetzt nicht auf YouTube gekommen wären, wie lange hätten wir da jetzt noch dran Ach, rumüberlegt? ich weiß nicht. Wo bist Ich du glaube. denn? Ach da, ich komme. Ich Spaß. Ich stelle mich jetzt wieder da oben hin und gucke zu. Wenn das jetzt gleich funktioniert, dann. Stelle das mal ein eben. Dann würde ich nämlich gleich rüberfahren und drüben die Ölfassproduktion erstmal deaktivieren. Das ist ja die Ölfässer, die hier noch abgeartet Also jetzt sind. sagt er mir keinen Zeitplan. Jetzt, obwohl ich das genauso gemacht habe im Video. Warte. Warte, ich höre es wieder mal gleich an. Kein Zeitplan. Wir in der Zeit ja mal ein bisschen produktiv sein. Und mal eben gucken, wie viele Ölfässer wir haben, ob wir nicht rübergehen und diese Ölfassproduktion ausschalten. Dass er erstmal die Ölfässer hier aufbraucht, dass wir dann
Da ist noch keine drin, das heißt, hier ist